Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und willkommen zum ersten Teil meiner Tutorial-Serie über die Deform Modifier in Blender 2.6. In diesem Video zeige ich euch den Armature Modifier. Viel Spaß damit! Ich verwende hier Blender 2.6.4. Der Armature Modifier ist allerdings ein Modifier, den man eigentlich nie manuell hinzufügt, sondern der wird automatisch hinzugefügt, wenn man ein Armature-System verwendet. Ich füge jetzt mal einen Zylinder hinzu, wechsle mal in den Edit Mode und skaliere den mal ein bisschen. So. Und dann füge ich mal ein paar Edge Loops hinzu, vielleicht so hier. Dann füge ich mal einen Subdivision Surface Modifier hinzu, damit das ein bisschen abgerundet wird. So, und jetzt haben wir hier so eine seltsame Wurst. Das ist jetzt einfach mal ein Beispielobjekt. Und jetzt füge ich mal mit Shift und A einen Armature Single Bone hinzu. Der ist jetzt hier in unserem Objekt, damit man den auch über dem Objekt sieht, schalten wir hier unten bei den Objekteinstellungen X-Ray ein, dann wird er immer angezeigt. So, das Ding schiebe ich jetzt mal hier unten hin, wechsle in den Edit-Mode mit Tabulator-Taste und dann füge ich einfach mal ein paar Bones hinzu. Einfach mit E die Bones extruden. So. Das Armature-System an sich ist ein extrem komplexes und umfangreiches Thema. Ich habe auch schon mal in einem Tutorial einiges darüber erzählt und in diesem Tutorial möchte ich mich wirklich nur auf den Armature Modifier beschränken und nicht das ganze Armature-System erklären. Okay, wir haben jetzt hier das Armature-System. Hier oben sehen wir, es heißt auch Armature. Und jetzt selektiere ich mal unseren Mesh, dann halte ich Shift gedrückt und dann mit rechter Maustaste selektiere ich das Armature-System. Jetzt drücke ich STRG P, das ist die Set Parent Option. Und hier können wir einstellen Armature Deform und da gibt es ein paar verschiedene. Und wir stellen jetzt With Automatic Weights ein. Das machen wir mal. Und dann selektiere ich mal unser Armature System und wechsle in den Pose Mode. Und dann sehen wir, können wir unser Objekt durch diese Bones, die wir hier hinzugefügt haben, verformen. So, das ist natürlich jetzt nur ganz grundlegend. Man kann extrem umfangreiche Knochenskelette mit diesem Armature-System erstellen. Doch wir gucken uns jetzt mal den Armature-Modifier an. Wenn ich jetzt mal unseren Mesh selektiere und hier mal diesen Subsurf-Modifier einklappe, sehen wir, wurde hier dieser Armature-Modifier automatisch hinzugefügt, als wir mit STRG-P den Mesh mit dem Armature-System verbunden haben. Hier oben diese Einstellung, die habe ich in meinem Einleitungsvideo bereits erklärt. Diese beiden auch. Die Option Apply as Shape Key haben wir hier oben noch zusätzlich, die hatte ich noch nicht erklärt. Und zwar, wenn ihr mit Hilfe eures Armature-Systems euer Mesh ein bisschen verformt, könnt ihr Apply as Shape Key machen. Und wenn wir jetzt zu den Object Data gehen, finden wir hier unten bei Shape Key zwei Shape Keys, die hinzugefügt worden sind. Einmal Basis, das ist quasi unser Grundobjekt in der Standardposition. Und Armature, das ist dann, wenn wir hier unten diesen Value-Regler erhöhen, ist dann die Position, die durch das Armature-System verursacht wurde. Nur zur Information, Shape Keys habe ich auch schon mal erklärt. Mit diesen Shape Keys kann man, wie ihr eben gesehen habt, den Mesh verformen. Ich mache das mal rückgängig, so bis wir wieder unser Armature-System haben. Ich selektiere im Pose-Mode mal alles, drücke Alt-R, dann wird die Position zurückgesetzt. Hier oben bei Object tragen wir unser Armature-System ein. In dem Fall heißt es Armature, ich könnte es auch mal in Bones umbenennen zum Beispiel. Dann sehen wir, wird hier automatisch Bones eingetragen. Wir sehen, wir können hier auch nur Armature-Systeme auswählen und da wir nur eins haben, müssen wir das auswählen. Und als wir den Mesh mit dem Armature-System verbunden haben, wurde dieses Objekt automatisch hier eingetragen. Dann haben wir hier drunter die Option Preserve Volume. Damit wir sehen, was diese verursacht, bewege ich mal unser Objekt, rotiere das mal ein bisschen. Und wenn ich das jetzt aktiviere, sehen wir, wird unser Objekt an den Stellen, wo es rotiert wird, ein bisschen dicker. Preserve Volume heißt so viel wie das Volumen schonen. Also wenn wir jetzt die Objekte rotieren, wird hier quasi eine andere Methode verwendet, um das Objekt zu verformen. Ihr müsst dann sehen, ob das für eure Zwecke irgendwie sinnvoll ist. Ihr seht, dadurch wird das Volumen des Objektes nicht kleiner, wenn wir das hier biegen. Also es ist schon sehr sinnvoll, diese Option zu aktivieren. Dann haben wir hier drüben noch zwei Optionen, Bind to, Vertex Group und Bone Envelopes.
Vertex Groups wurden automatisch erzeugt, als wir das Mesh-Objekt zu dem Armature-Skelett mit Automatic Weights hinzugefügt haben. Und zwar, wenn ich mal das Mesh-Objekt selektiere und hier zu den Object-Datern gehe, sehen wir unter Vertex Groups, haben wir jetzt für jeden einzelnen Knochen eine Vertex Group. Eine Vertex Group ist ganz simpel eine Gruppierung von Punkten, wenn man das so will. Ich könnte jetzt auch meine anklicken und Select drücken, dann sehen wir, der Knochen hier unten verformt diese Punkte. So, und natürlich verformen nicht alle Bones jeden Punkt 100%, denn man kann auch die Vertex Group ganz individuell bemalen, und zwar in den Weight Paint Mode. Und wenn ihr mit Rechtsklick mal die verschiedenen Bones selektiert, seht ihr auch, wie stark diese die einzelnen Punkte verformen. Ganz blau ist überhaupt nicht und ganz rot ist 100%. Und dann gibt es eben verschiedene Zwischenwerte. Und jetzt können wir hier einstellen, dass er diese Vertex Groups verwenden soll, um unseren Mesh zu verformen. Wenn ich das ausstelle, sehen wir, passiert gar nichts. Wird nichts verformt. So, und dann haben wir hier unten noch die Option Bone Envelopes. Was sind nun Bone Envelopes? So, wenn ich jetzt mal im Pose-Mode einen Bone selektiere, können wir mal zu den Armature-Systemen wechseln. Und hier können wir verschiedene Ansichten der Bones machen. Und auch hier sehen wir Envelopes. Und wir sehen, unsere Bones haben jetzt so eine spezielle Form. Und um diese Bones ist dieser weiße Bereich. Und dieser weiße Bereich bestimmt die Punkte von unserem Mesh, die verformt werden sollen. Und um diesen Bereich anzupassen, können wir hier zu den Bone-Einstellungen gehen. Da haben wir für jeden einzelnen Bone, den wir selektiert haben, die Einstellung. Und unter die Form finden wir Envelop. Und zwar können wir da die Distanz erhöhen. So, und auch die Stärke. Das lasse ich mal auf 1. Hier können wir das auch erhöhen. Hier oben auch. Und dann sehen wir, wird automatisch das verformt. Ohne dass wir eine Weight Group haben. Das funktioniert dann mit Envelopes. In manchen Fällen ist es sinnvoll, in manchen Fällen nicht. Gut, die Envelopes sind natürlich auch da, auch wenn wir hier eine andere Ansichtsmethode verwenden, sehen wir, wird das trotzdem noch verformt. Bei Envelopes sehen wir sie dann halt nur. Jede Ansicht ist für einen anderen Zweck geeignet. Okay, dann wechsle ich mal wieder zu den Modifiern und aktiviere mal wieder Vertex Groups. So, dann haben wir hier unten noch die Möglichkeit, eine Vertex Group auszuwählen. Und wozu das ist, wechsle ich mal in den Edit Mode und selektiere jetzt mal diesen mittleren Bereich und drücke auf das Plus bei Vertex Group und erstelle eine neue Gruppe und da klicke ich auf Assign. Jetzt gehören diese Punkte zu dieser Gruppe. So, und jetzt kann ich mal hier diese Gruppe auswählen und wir sehen, wenn ich jetzt mein Armature-System bewege, werden nur die Punkte von diesem Armature-System verformt, die in dieser speziellen Gruppe drin sind. Auch wenn die Bones ihre eigenen Vertex-Groups haben, werden die nicht beachtet. Wenn ihr hier hinten auf Invert klickt, wird das Ganze umgekehrt. Das heißt, alle Punkte werden verformt, die nicht in dieser Vertex-Group drin sind. Und dann haben wir noch eine sehr spezielle Option, und zwar Multi-Modifier. Um das zu erklären, setze ich das mal zurück und dazu füge ich mal ein Mesh, ein Cube hinzu, skaliere den in Richtung Z-Achse und unterteile das mal und dann setze ich auf unsere Wurst hier den Mesh Deform Modifier, wähle hier den Cube aus und drücke auf Bind. Zum Mesh Deform Modifier kommen wir in einem anderen Tutorial nochmal genau und im Grunde, was er macht, ist unseren Mesh-Verform, an den wir ihn gebunden haben, wenn wir den zum Beispiel hier im Edit-Mode bearbeiten. Wozu man das alles brauchen kann, das kommt später. Jetzt erstmal zu diesem Multi-Modifier. Jetzt binde ich dieses Rechteck zusätzlich auch noch an unser Armature-System. Und im Grunde verformt jetzt dieses Armature-System dieses Rechteck und dieses Rechteck verformt diese Wurst. Und das Armature-System verformt auch diese Wurst. Das heißt, zwei verschiedene Objekte verformen jetzt jeweils diese beiden Meshes. Und sollte es einmal der Fall sein, dass ihr für ein Objekt zwei verschiedene Deform-Modifier verwendet, dann schiebe ich jetzt mal diesen Mesh-Deform nach oben. So, und wenn ich jetzt mal mein Armature-System bewege, sehen wir, bewegt sich das viel zu viel und viel zu stark. Und genau da kommt dieser Multi-Modifier ins Spiel. Er vermischt nämlich dann
die Verformungen von diesen beiden Objekten. Und das kann man hier dann ganz gut sehen und das funktioniert auch sehr gut. Falls ihr mal den Mesh-Deform-Modifier verwendet und zusätzlich den Armature-Modifier auch auf dem gleichen Objekt habt, dann aktiviert Multi-Modifier, damit das gut miteinander funktioniert. So. Im Grunde genommen sind das alle Optionen, die man mit den Armature-Modifier an sich machen kann. Das Armature-System selbst ist natürlich sehr umfangreich. Hier haben wir zum Beispiel die Armature-Einstellung. Ihr seht, da gibt es ganz viele Sachen und die einzelnen Bone-Einstellungen. Und dann gibt es auch noch Bone-Constraints und so weiter. Aber dazu vielleicht mal in einem anderen Tutorial mehr. Das reicht jetzt erstmal für den Armature-Modifier. Jetzt zeige ich euch noch ein, zwei Beispiele, wo ich den Armature-Modifier bzw. das Armature-System angewendet habe. Zum Beispiel bei meinem 3D-Charakter, den ich mal erstellt habe, Repto. Ihr seht, die Bones sehen jetzt hier ein bisschen anders aus. Man kann nämlich den verschiedenen Bones auch ganz eigene Formen geben. Das stelle ich mal eben aus, dann seht ihr das, dass das hier alles Bones sind. Hier sehen wir das ganz gut. Und mit Hilfe dieses Armature-Systems kann ich jetzt ein komplexes Bone-Skelett erstellen, womit man dann zum Beispiel die ganze Figur hier komplex und auf vielfältige Art und Weise verformen kann. Und das natürlich dann auch später animieren kann. Zum Beispiel hier die Finger, hier die Hüfte, den Schwanz und auch hier im Gesicht. Kopf kann ich bewegen. So hier. Ich kann den Mund auf und zu machen und so weiter. Und das funktioniert alles mit Hilfe des Armature-Systems. Okay, ich denke, das reicht auch als Beispiel. Hier seht ihr ganz praktisch, wozu das Armature-System da ist und in dem Zusammenhang auch der Armature-Modifier. Der ist nämlich dann hier überall auf diesen Objekten drauf, wie wir hier ganz gut sehen können. Und ja, ich denke, das war's mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Ich verabschiede mich und im nächsten Video geht's weiter mit den Cast Modifier. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dahin.